Ja, das stimmt, was der Bernd sagt. Also erstmal schön, hier zu sein. Ich hatte vor ein paar Jahren den Bernd dabei und auch noch andere Leute aus der Gemeinde. Und ich möchte so einen Einsatz wieder machen. Ich möchte im Endeffekt solche Möglichkeiten, ein Land und im Endeffekt auch Menschen kennenzulernen, in wie eben wir sind bei so einem Volksstamm, so richtigen eingeborenen Stamm, möchte ich euch immer wieder die Möglichkeit geben, einfach mitzukommen. Mitzukommen und es zu erleben. Und es ist ein Abenteuer, wo keiner zurückkommen wird unverändert. Ich habe es noch nie erlebt. Ich hatte ganz viele Teams schon da. Und es ging, war kein einziger dabei, der zurückging und gedacht hat, naja, ja, whatever. Sondern es ist wirklich, es ist ergreifend zu sehen, wie Menschen leben und dann gleichzeitig daran teilzuhaben, diesen Menschen zu dienen. Also kommt doch bitte auf den Bernd zu, wenn du interessiert bist. Nächstes Jahr, ungefähr im Februar, Termin steht noch nicht 100%, aber ich würde total gerne eine richtig coole Gruppe aus dieser Gemeinde dabei haben. Genau. Ja, der Bernd hat es ja schon gesagt gehabt. Die Predigtserie ist total interessant. Gott braucht keine Helden. Ich habe sie auch für mich schon ein bisschen als kleiner Teaser, ich habe sie auch schon umgeschrieben, Gott braucht Helden. Ja. Obwohl ich total übereinstimme mit dem, was sowohl die Lisa letzte Woche gesagt hat oder auch der Thomas vor 2 Wochen. Übrigens 2 Predigten, die ich total empfehlen kann. Also bitte geht nochmal auf YouTube und hört euch die Predigten an. Ich mache das übrigens auch von Kenia und Äthiopien aus. Ich höre mir ungefähr, ich würde sagen, so 60% aller Predigten dort immer wieder an, weil es einfach mich verbindet mit dieser Gemeinde hier. Bevor ich meine Predige starte, möchte ich aber noch eine Warnung aussprechen. Und zwar kam mal vor einiger Zeit jemand auf mich zu und hat gesagt, Andi, deine Worte sind oft sehr, ja, vielleicht schon hart oder du redest immer so allgemein. Und da möchte ich eine Warnung aussprechen. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann ist es okay. Also wenn du sagst, nee, mein Leben ist eigentlich total gut, dann passt es. Es gibt auch bestimmt einige Leute hier in der Gemeinde, die mir weit voraus sind. Und dann bitte ich dich einfach, dass du während dieser Predigt einfach betest für diejenigen, die so sind wie ich, die einfach noch viel Veränderung brauchen. Also wenn ein Punkt kommt in dieser Predigt, wo du sagst, boah, harter Tobak, dann erinnere dich an meine Worte und fang an zu beten. Genau. Ist ja wirklich so, man predigt ja immer zuerst für sich. Erinnert euch dran. Wenn ich irgendwas sage, dann wisst ihr, okay, das meint der Andi auch für sich. Und das meine ich genauso. Wir haben oft ein komisches Bild, wenn wir an Helden denken. Also Helden sind für uns einfach so Übermenschen, ja, die alles können. So wie der Bernd es gesagt hat, vielen Dank für die Beschreibung, Bernd, mit diesem Comic, so die Retter. Aber das ist am Endeffekt nur Fantasie. Ja. Für mich sind Anne und Adam und Ella, das sind für mich Helden. Wenn du mal in so einem Land gewesen bist und einen gewissen Druck spürst, dann kannst du das nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich möchte euch einfach ein bisschen in mein Herz hineinschauen lassen, okay? Was so wirklich im Andi in den letzten Jahren so passiert ist und was mich beschäftigt. Und ich finde, wir leben in einer ganz verrückten, komischen Zeit. Also wirklich, ich wundere mich ganz arg, was gerade so alles passiert. Und ich meine damit noch nicht einmal nur die Gesellschaft und auch Politik, über die ich mich beide wirklich sehr wundere, was gerade so in den letzten Jahren alles so passiert ist, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, wundere ich mich auch ganz arg über uns Kirche und über uns Christen. Für mich ist oft die Frage, was glauben wir wirklich? Also es ist jetzt die Frage an dich und an mich. Was glauben wir wirklich? Und damit ja auch einhergehend, wem glauben wir? Woher kommt Wahrheit? Oder gibt es sowas wie Wahrheit überhaupt? In den letzten Jahren habe ich immer wieder Leute getroffen, die sehr kritisch sind, Christen, die sehr kritisch geworden sind und angefangen haben, im Endeffekt alles in Frage zu stellen. Und ich habe
deswegen jetzt schon seit Jahren angefangen und vielleicht auch ganz besonders in den letzten Monaten, mich wirklich mit dem zu beschäftigen, was diese Leute sagen. Weil ich mir gedacht habe, ich würde total gerne diese Leute verstehen. Ich würde gerne wissen, was sie wirklich denken. Und deswegen habe ich mir einige Predigten angehört von Leuten, wo ich mir keine Predigten anhören will. Und ich habe mir auch einige Artikel durchgelesen und ich habe mir einige Diskussionen angeschaut, weil ich wirklich auch mal dahinter blicken wollte. Ich wollte die Leute, die so ganz gegen etwas sind, gegen die Bibel auch ganz arg sind, ich wollte das mal so ein bisschen verstehen. Und ich kam zu einer Feststellung. Die Grundannahme ist das Entscheidende. Ich werde das kurz erklären. Jeder Mensch hat eine Brille. Jeder Mensch. Ich übrigens auch. Ich werde euch meine Brille kurz zeigen. So, das ist meine Brille. Diese Brille hat die Eleni gestern für mich gemacht. Danke, Tochter. Das war ganz nett. Mit dieser Brille schaue ich die ganze Welt an. Diese Brille sagt, Gott ist allmächtig. Und sie sagt, Gott ist gut. Und mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Welt, alles was passiert, immer durch diese Brille sehe. Übrigens auch, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich diese Bibel durch diese Brille. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, ja, ganz schön naiv. Ich persönlich, ich nenne das Glaube. Das ist für mich, was Glaube ist. Es gibt einen Vers, der steht in Markus 10, Vers 15. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Ich möchte so sein und auch die Bibel lesen wie ein Kind. Ich möchte es wirklich glauben. Und ich glaube wirklich, dass es diesen Gott wirklich gibt. Dass er allmächtig ist und dass er gut ist. Für mich ist die Bibel wie so ein guter Zweiteilerfilm. Kennt ihr so einen Zweiteilerfilm, wo du nicht nur den ersten anschauen kannst, sondern du musst auch den zweiten gesehen haben, weil da wird so eine ganz große Geschichte erzählt. Kennt ihr sowas? So sehe ich die Bibel ganz oft. Der erste Teil, was für mich das Alte Testament ist, ist so eine Einführung in die Geschichte. Man erfährt schon ganz viel, die Charaktere, was ist passiert, um was geht's da eigentlich? Aber noch viele Dinge sind noch nicht so ganz klar. Es ist noch viel so ein bisschen ist noch nicht ganz klar, wie wird es ausgehen, was wird passieren, wie sieht es wirklich aus? Und dann schaust du den zweiten Teil und der zweite Teil, der bringt dann alles zusammen, wie so ein Puzzle. Auf einmal macht das alles Sinn. Boah, krass, ja, er war der Böse. Boah, krass. Ja, das zeigt so dann dieses große Bild auf einmal. Und du kannst nicht nur den ersten Teil sehen, weil ohne den zweiten Teil macht er gar keinen Sinn. Und genauso wenig kannst du übrigens auch nur den zweiten Teil sehen, weil du hast dann nicht verstanden, was ist eigentlich im ersten Teil wirklich passiert. Und es gibt so viele Themen, wo wir Christen anfangen, sie gar nicht mehr zu glauben. Also wirklich. Vielleicht auch du. Ja, aber die Wissenschaft an dir. Wir wissen doch mittlerweile so viel mehr als früher. Was sagst du denn dazu? Kann man das wirklich alles so nehmen? Und ich habe einen ganz interessanten Interview gesehen von zwei Archäologen. Der eine, das sind Kollegen, also sind echte Leute, ein echtes Interview war das. Der eine war ein Atheist. Und Atheist bedeutet jemand, der nicht an einen Gott glaubt. Es gibt keinen Gott. Und der andere war ein Christ, der gesagt hat, nee, es gibt Gott und ich glaube auch das genauso, was in der Bibel drin steht. Und das sind so ein bisschen auch ihre Brillen, wie ich hier gezeigt habe. Ne? Der eine hat die Brille auf, es gibt keinen Gott. Und der andere hat sie, nee, es gibt einen Gott. Und die beiden,
sind super gescheite Leute, hatten super hohe Abschlüsse, also die haben das alles studiert und so weiter. Die hatten die gleichen Computer, die gleichen Geräte, die gleichen Röntgengeräte. Und dann hatten sie so einen alten Dinosaurierknochen vor sich liegen. Genau den gleichen Knochen, nicht unterschiedlich. Und wenn man dann ihre Arbeit gelesen hat, einer geschrieben, ja, und 100 Millionen Jahre und so ist es gewesen. Und der andere, ja, 5000 Jahre und genau so ist es gekommen. Und die beiden haben sich geschätzt, aber die beiden hatten ganz unterschiedliche Ansichten, obwohl sie genau das gleiche Tool hatten. Was war das Unterschied? Die Brille, die sie aufhatten. Wissenschaft und Bibel stehen sich nicht im Weg, sondern welche Brille hast du auf? Ich frage mich manchmal, welche Brille haben wir uns aufsetzen lassen, gerade in unserer westlichen Gesellschaft? Glaubst du an die Schöpfungsgeschichte? Glaubst du, dass es den Sündenfall wirklich gab? Oder ist es eher so eine Art, naja, Geschichte halt? Weil für mich ist die Frage, wenn du das nicht glaubst, dass diese Ereignisse wirklich so stattgefunden haben, warum musste Jesus kommen? Das macht für mich gar keinen Sinn mehr. Warum musste dann Jesus am Kreuz sterben? Ich habe keine Ahnung. Wenn es diese Ereignisse nicht gab, dann macht Jesus für mich gar keinen Sinn. Dann ist er doch umsonst gestorben. Was für ein Verrückter. Es gibt eine coole Band. Einige wissen ja, ich mag ja Musik. Und ich habe von dieser Band auch schon mal erzählt, aber ein anderes Lied. Ich möchte euch jetzt ein neues Lied vorstellen. Und zwar ist es die Band Nimm 2 oder Super 2. Und die hatten ein Lied, das hieß Bibabo. So. Der Bibel-Bastelbogen. Mit vorperforierten Seiten zum einfachen Heraustrennen unangenehmer Passagen, damit du dich nicht mehr zu schämen hast. Lasst uns doch nicht so werden. Was für ein Geschenk, was wir haben durch die Bibel. Wer entscheidet, was wahr ist? Du? Ich? Der Prediger? Nein. Ich glaube daran, was da drin steht. Das ist Gottes Geschenk an uns. Und er ist der Einzige, der nie gelogen hat. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen, weil ich möchte so ein bisschen praktisch werden. Und dieses Beispiel ist etwas, womit ich mich wirklich jetzt seit vielen Jahren beschäftigt habe, aufgrund eben von Leuten, die gesagt haben, das glauben wir jetzt alles nicht mehr so. Da habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und zwar der Teufel und die Dämonen. Glaubst du, dass es diesen Teufel und die Dämonen gibt? Also ich muss ja zugeben, wir Christen haben da schon auch ganz schön viel Verwirrung reingebracht in die Geschichte. Also wenn du jetzt dieses Bild vor Augen hast, so ein roter Typ mit so Hörnern und dann noch so ein Schwänzle hinten dran und mit so einem Dreizack, das ist einfach Fantasie. Ja. Das hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Und da haben wir Christen auch wirklich ein bisschen versagt, muss ich sagen, weil wir so eine Keule rausgepackt haben. Auch ist es nicht so, und ich merke das echt, dass viele Christen das denken, es ist nicht so, das ist Gott, das ist der Teufel auf einer Ebene und die kämpfen. Ja, natürlich, Gott ist noch ein bisschen stärker. Ja, und er schafft es dann so, gerade ihn zu besiegen. Alter Blödsinn. Die spielen nicht einmal in einer Liga. Die spielen nicht einmal das gleiche Spiel. Der Teufel ist ein Wurm verglichen
mit Gott. Wissen wir das? Er ist weder allgegenwärtig, noch allwissend und nicht allmächtig. Das ist nur Gott allein. Gibt es den Teufel und die Dämonen? Ich habe mich ja beschäftigt mit den Leuten, die das sagen, nein. So, eine Sache, die die Leute sagen, ist, naja, Andi, wenn du das in der Bibel liest, es geht nicht um eine Person, also um ein Geisterwesen, sondern es geht um das allgemein Böse. Es geht einfach nur um dieses allgemein, ja, da ist halt was Böses und die haben halt dem den Namen gegeben und wie auch immer. Aber das ist keine Person, es ist einfach nur das Böse allgemein. Ja, dann möchte ich euch mal was vorlesen, was in Lukas 8, 27 bis 33 steht. Passt mal genau auf. Da kommt Jesus. Als er, also Jesus, ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Also viele Nachfolger von Jesus wussten nur nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Die waren es ja auch nicht sicher gewesen. Und der ganz klar, er wusste, er kannte ihn. Der kannte ihn. Ich bitte dich, quäl mich nicht, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln und wurde von den Dämonen in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihn nicht mehr befehlen, in den Abgrund zu fahren. Interessantes Wort. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Und wir glauben, was allgemein Böses, das kann ich in dem Text nicht sehen. Dann kenne ich wieder andere, die sagen, naja, du weißt aber schon, Andi, die Juden, die glauben gar nicht an die Existenz des Teufels. Okay, habe ich eine andere Stelle. Und zwar in Matthäus 12, Vers 24. Da sprechen Juden, Pharisäer, und das sind extreme Juden, zu einem Jesus, der auch zu 100% Jude ist, folgendes. Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Er kann nur deshalb die Dämonen austreiben, weil ihm der Teufel, der Oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Okay. Also anscheinend haben die Juden schon an sowas geglaubt, ne? Und dann kommt noch was Drittes, was Leute ganz oft sagen. Kennt ihr das mit der Schlange, ne? Schlange im Garten und so? Hör ich immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen: Ja, aber Andi, du weißt schon, das war eine Schlange. Hat mit dem Teufel gar nichts zu tun. Wieso kommt ihr Christen oder wir Christen auf die Idee, dass es der Teufel ist? Doch Geschmarri, da steht Schlange. Lest es mal, Andi. Ja, aber wir müssen auch mal in den zweiten Teil reinschauen. Pass mal auf, was zum Beispiel jetzt in Offenbarung 12, Vers 9 steht. Da geht es um den Drachen, der uns beschrieben wird. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan. Die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Ich möchte euch eine weitere Stelle vorlesen. 1. Petrus 5, Vers 8. Da steht folgendes: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In dem Moment, wenn wir sagen, es gibt keinen Teufel, sind wir dann noch wachsam gegenüber diesem brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen kann? Meine Frage ist, kennen wir die Bibel? Und glauben wir sie? So, jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube an diese Bibel, du vielleicht auch. Ich habe gewisse Punkte jetzt sozusagen bewiesen. Ich bin richtig. Was nun? Gewinne ich jetzt die Diskussionen da draußen? Nein, wirst du nicht gewinnen. Kannst du dem anderen richtig aufzeigen, wie falsch er ist und wie richtig du doch bist? Damit wir Christen noch mehr diesen Finger erheben können und auf ihn zeigen können und sagen können, du Sünder, kehr um. Nein, ganz ehrlich, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, die sind in erster Linie jetzt für mich und für dich. Und zwar, dass ich einen klaren Blick habe, damit ich sehen kann, was wirklich passiert. Dafür ist es. Ich kenne mittlerweile leider ungefähr genauso viele Leute, die in die Gemeinde gehen, wie Leute, die sagen, Christen, die sagen, ich möchte mit Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Für mich nur Heuchelei. Für mich ist mittlerweile die Anzahl an Leuten ungefähr gleich groß. Erschreckend. Ich werde euch etwas erzählen. Was ist mit all den anderen Bibelstellen, die wir lesen? Was ist denn mit der Bibelstelle, wenn es heißt, liebe deine Feinde? Nehmen wir das ernst? Nehme ich das ernst? Tu Gutes denen, die dich hassen. Ein ganz klarer Auftrag. Können wir nicht drum herum reden. Ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr zu den Richtern geworden sind. Dabei heißt es in Gottes Wort, du sollst nicht richten. Die Bibel sagt so viel über unsere Zunge. Ist euch aufgefallen? Steht so viel über unsere Zunge drin, was die Zunge ist. Und ich habe das Gefühl, wir als Kirche sind nicht gut, diese Zunge zu beherrschen. In Römer 12, Vers 1 steht Folgendes. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Jesus hat mal zu den Pharisäern, das waren damals ja diejenigen, die das Wort Gottes bewahrt hatten, gesagt, die Axt ist schon erhoben und auf die Wurzel gerichtet. Und ich frage mich ganz ehrlich, das gilt auch für mich, ob Gott nicht Ähnliches sagt zu uns als westliche Kirche. Ich habe oft das Gefühl, wir verkriechen uns in unseren Kirchen, anstatt herauszugehen zu den Menschen, die Jesus brauchen. Für mich sind das die Helden,
Die Menschen, die gehen zu den Nachbarn da draußen und sie lieben und ihr ganzes Leben geben für den anderen. Das ist für mich ein Held. Gott braucht Helden. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es: Gottes Augen durchforschen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, dessen Herz ganz auf ihn gerichtet ist. Wird er bei dir fündig? Wird er bei mir fündig? Oder muss er weiterziehen? Vater, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir auch, dass du voller Gnade bist. Keiner von uns hat es verdient, dass wir deine Kinder sind. Es ist nur Gnade. Herr, aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unseren Blick erheben und die Menschen sehen, die da draußen sind. Und dass wir sie lieben. Dass es die Liebe ist, die die Menschen da draußen erreichen wird. Nicht unsere Worte, nicht unsere Weisheit, die Liebe. Vergib uns und hilf uns. Amen.